bitte um zügigen Plätzewechsel, damit wir fortfahren können zu Tagesordnungspunkt 29. Bitte Gespräche vielleicht irgendwie draußen oder etwas später führen. Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Verunglimpfung unserer Bundeswehrsoldaten nicht länger dulden, Kommando-Spezialkräfte voll rehabilitieren. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Und ich eröffne die Aussprache. Als erster Redner erhält Jan Nolte für die AfD das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wer einen Fehler begeht, der muss ihn auch wieder richtigstellen. Das gilt für Soldaten und das hat für Politiker natürlich genauso zu gelten. Und es sind viele politische Fehler gemacht worden im Umgang mit dem Kommando Spezialkräfte. Den gesamten Verband hat man in der Öffentlichkeit vollkommen zu Unrecht in ein falsches Licht gestellt. Und natürlich gab es Fehlverhalten Einzelner im Verband, das bestreitet ja niemand. Aber man kann dieses Fehlverhalten Einzelner doch nicht dem gesamten Verband zurechnen. Und tatsächlich, wenn man sich die Begründung anschaut für das Vorgehen im KSK, denn war das ja auch gar nicht der Grund, sondern eine angeblich vorhandene grundsätzliche Problematik, die man dort entdeckt haben wollte. Auch das ist natürlich vollkommen absurd und mit Sicherheit Folge der politischen Unsitte, in jeder Ecke irgendwie Rechtsextremismus entdecken zu wollen, damit man sich anschließend selbst als der energischste Bekämpfer inszenieren kann. Viele Soldaten haben den Verband damals verlassen, ein Verband, der ohnehin unter Personalproblemen leidet. Und viele Soldaten, mehr als 100 zeitweise, haben sich in truppenpsychologische Betreuung begeben, weil sie diese ungerechte Diffamierung und dieses Klima der Angst, das im Verband erzeugt wurde, nicht mehr ausgehalten haben. Und wir wissen doch, spätestens seit wir den Abschlussbericht der Maßnahmen im KSK im Verteidigungsausschuss besprochen haben, dass es nie eine Grundlage für diese Vorwürfe gegen das Kommando Spezialkräfte gegeben hat. Wir haben Herr Abgeordneter, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der SPD-Fraktion? Natürlich, gerne. Ich bedanke mich, dass Sie die Frage, die Zwischenfrage zulassen. Gerne. Sie haben in Ihrem Antrag geschrieben, und jetzt haben Sie es gerade auch noch mal gesagt, in Ihrem Antrag verwenden Sie noch den Konjunktiv, jetzt haben Sie das anders formuliert. Zeitweise sollen aufgrund dieses öffentlichen Drucks, und gemeint ist die Berichterstattung, vielleicht auch die Gründung der Arbeitsgruppe, das bin ich mir nicht ganz sicher, wie Sie das hier meinen, mehr als 100 KSK-Soldaten in psychologischer Behandlung gewesen sein. Genau. Heute haben Sie gesagt, die waren in Behandlung. Ich würde mich interessieren, auf Grundlage welcher Quelle Sie diese Behauptung aufstellen. Mhm. Und ist es nicht so, geben Sie mir nicht recht, dass der Druck, der auf KSK-Soldaten ist, aufgrund ihrer Aufgabe doch eigentlich viel höher ist in Bezug auf Terrorbekämpfung und Rettung, Evakuierung und vieles andere, was Sie machen müssen? Und ist das nicht eigentlich ein viel höherer Druck als öffentliche Berichterstattung? Ja. Müssten die das nicht aushalten können? Danke. Ach, die müssen das aushalten können. Danke, dass Sie das so noch mal so deutlich formuliert haben, Frau Kollegin. Also erstens können Sie diese Zahl der Medienberichterstattung ganz normal entnehmen. Und zweitens ist das ja gerade der Punkt, Frau Kollegin, das ist gerade der Punkt, dass diese Soldaten sich Einsätzen aussetzen, die hochgefährlich sind. Sie sind weg von ihrer Familie einen großen Teil des Jahres. Sie leisten Großes für Deutschland. Und jetzt kommen Sie her und sagen, die müssen diese Diffamierung und diese falsche Verdächtigung aushalten. Sie kommen aus der SPD. Wegen Ihnen hat die Bundeswehr jahrelang keine bewaffneten Drohnen bekommen. Ihre Partei ist es, die verhindern wollte, dass Soldaten noch an Schulen gelassen werden in Berlin. Und Ihre Partei ist es, die in Nordrhein-Westfalen verhindern wollte, dass ein Denkmal gesetzt wurde für den in Afghanistan gefallenen Soldaten Martin Augustiniak. Und jetzt stellen Sie sich hier hin und behaupten, dass die KSK-Soldaten es aushalten müssen, wenn man so einen Unsinn über Sie in der Öffentlichkeit verrät. Das sagt mehr über Sie, das sagt mehr über die SPD als über die AfD, Frau Kollegin. Gut, ich fahre fort. Wir wissen also,
seit wir den Abschlussbericht dieser Maßnahmen im Verteidigungsausschuss besprochen haben, dass es keine Grundlage für diese Verdächtigungen gab. Der MAD ist doch immer eng mit einbezogen worden. Und wir müssen uns jetzt als Fazit mal fragen, wo ist denn der strukturelle Extremismus, den es da gegeben haben soll? Wo sind denn die rechtsextremistischen Netzwerke? Wo sind die Extremisten in der zweiten Kompanie, als man diese aufgelöst hat? Nichts davon konnte nachgewiesen werden. Nichts davon konnte nachgewiesen werden. Und wer hier heute an dieses Rednerpult tritt und die Frage lasse ich zu. Du hast eine Frage. Wenn Sie sie auch zulassen. Ja, Entschuldigung. Ich lasse sie zu, bitteschön. Ja, Herr Kollege, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Gerne. Ist Ihnen bekannt, dass der Untersuchungsbericht des Generalinspekteurs der Bundeswehr auf Herr Kollege, ist Ihnen bekannt, dass der Untersuchungsbericht des Generalinspekteurs der Bundeswehr auch noch wesentliche andere Aspekte enthält als Rechtsextremismus? Da geht es zum Beispiel um toxische Führungskultur und verkrustete Führungsstrukturen innerhalb dieser zweiten Kommandokompanie, deren Auflösung Sie ja hier monieren. Und es geht auch darum, und ich zitiere jetzt aus dem Untersuchungsbericht, darum, dass ein Geflecht von Kontakten unterschiedlicher Art und Intensität zwischen einzelnen im Fokus stehenden Personen erkannt wurde, welche durch eine übereinstimmende Geisteshaltung getragen zu sein scheint, und das weiterhin aufgeklärt und bearbeitet wird. Es geht hier um wesentlich mehr als um Rechtsextremismus und im Rahmen der inneren Führung und unserer Kultur vom Staatsbürger in Uniform müssen diese Vorgänge auch weiterhin untersucht werden, ohne einen gesamten Verband natürlich unter einen Generalverdacht zu stellen. Okay, danke für die Frage, Herr Kollege. Sie waren ja noch nicht Mitglied des Verteidigungsausschusses, als wir das thematisiert haben. Deswegen haben Sie es vielleicht nicht mitbekommen. Ist auch in Ordnung. Ja, das, was Sie da schreiben, steht im Bericht. Aber dass der offizielle Bericht so ungefähr die Meinung der damaligen Verteidigungsministerin wiedergibt, die die Auflösung der zweiten Kompanie angefordert hat und die diesen politischen Symbolismus und diese Verunglimpfung des KSK betrieben hat, das ist, glaube ich, nicht so richtig verwunderlich, oder? Und Sie können demselben Bericht übrigens entnehmen, genau das, was ich gesagt habe, nicht diese einzelnen Vorfälle waren die Begründung, sondern für diese, das Vorgehen im KSK, sondern angeblich eine grundsätzliche Problematik. Und was man im Verteidigungsausschuss nämlich auch macht, wissen Sie ja, man stellt Fragen. Und die Beantwortung dieser Fragen, die schlägt sich nieder in den Protokollen, lage ich sehr dazu ein, die mal zu lesen. Es geht klar daraus hervor, dass im Grunde nichts dahinter war. Natürlich versucht ein solcher Bericht, der aus dem BMVG kommt, die Position der Ministerin zu untermauern, aber man muss sich schon sehr anstrengen, wenn man die Protokolle liest und auch die Fragen, die kritisch von der Opposition gestellt wurden, da irgendeine Berechtigung zu sehen für dieses diffamierende und verunglimpfende und ungerechtfertigte Vorgehen gegen das KSK. Wer sich also hier heute ans Rednerpult noch stellt und behauptet, es habe Nachweise gegeben für all diese Dinge, der muss denn bitte so redlich sein und auch erklären, woher er es hat, aus dem Verteidigungsausschuss jedenfalls nicht. Meine Damen und Herren, Sie können gerne noch eine Frage stellen, ist kein Problem. Ja. Meine Damen und Herren, die Bundeswehr hat sich das Leitbild des Staatsbürgers in Uniform gegeben, als Lehre aus dem Unrecht des Dritten Reiches. Und ich will mal daran erinnern, dass man damals nicht ein paar Soldaten im Blick hatte, die sich vielleicht falsch verhalten, sondern dass man an die zukünftigen deutschen Regierungen dabei gedacht hat. Nie wieder sollte eine deutsche Regierung den Soldaten vorschreiben, was sie politisch zu denken haben. Aber genau in diese Richtung geht es doch wieder. Wenn der Korridor des Denk- und Sagbaren immer weiter eingeschränkt wird, so dass jede konservative Positionierung die Gefahr des beruflichen Nachteils in sich trägt, dann haben wir ein Problem, meine Damen und Herren. Die Maßstäbe, die an die Soldaten angelegt werden, sind oft nicht rechtsstaatlich, sie sind nicht nachvollziehbar, sie sind willkürlich. Man gerät ja schon in den Fokus, wenn man die Gendersprache ablehnt oder der Meinung ist, dass der Bundespräsident direkt vom Volk gewählt werden sollte oder der Meinung ist, dass die Grenzöffnung 2015 rechtswidrig gewesen sei. Das sind alles echte Beispiele. Und dieser Wahnsinn, der führt dazu, dass viele Soldaten es gar nicht mehr wagen, ihre staatsbürgerlichen Rechte voll wahrzunehmen. Und Verteidigungsminister, und da muss man natürlich auch die CDU anschauen, die 16 Jahre lang Verantwortung für das Ressort hatte, die ein solches Klima in der Bundeswehr erzeugen, die sind eine größere Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, als ein paar Soldaten es jemals sein können.
Wir fordern heute, die 2. Kompanie wieder aufzustellen, denn sie wurde zu Unrecht aufgelöst. Wir fordern, das Kommando Spezialkräfte öffentlich endlich voll zu rehabilitieren, denn die Vorwürfe sind einfach falsch. Und wir fordern, festzustellen, welchen Schaden dieser politische Druck auf unsere Soldaten in der Bundeswehr schon angerichtet hat. Das Wort erhält für die SPD-Fraktion Dr. Joe Weingarten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Ein altes Sprichwort lautet, wer solche vermeintlichen Freunde hat, der braucht keine Feinde mehr. Und damit ist das Verhältnis zwischen der Bundeswehr und der AfD hinreichend beschrieben. Die AfD ist kein Freund der Bundeswehr. Das zeigt auch wieder dieser Antrag mit seiner kruden Mischung aus oberflächlichen Anbiederungen, politischen Verdrehungen und Halbwahrheiten. Die Bundeswehr braucht solche Anbiederungen nicht. Keine Einheit der Bundeswehr steht unter dem Verdacht grundsätzlich fehlender Verfassungs- und Demokratietreue. Die Soldaten des Kommandos Spezialkräfte zeigen regelmäßig, dass auf sie auch in dieser Richtung Verlass ist. Das ist umso wichtiger, weil sie eine der wichtigsten Spezialeinheiten unserer Bundeswehr bilden. Denn Soldat zu sein im KSK, das ist kein normaler Beruf, das ist eine Berufung. Man wird nicht Teil des Kommandos Spezialkräfte, weil man im Rampenlicht stehen will. Man macht es aus Überzeugung für die Sache und bringt erhebliche Opfer dafür an persönlicher Freiheit und mit Blick auf die Härte und Länge der Ausbildung. Und wir vertrauen auf das KSK. Bei unbekannten, manchmal nie diskutierten Operationen oder bei Hilfen in lebensbedrohlichen Situationen, wie auch bei der Evakuierungsmission aus Kabul, waren die Soldaten des KSK da, als wir sie brauchten. Dafür gilt ihnen unser Dank und unsere Anerkennung. Aber nicht nur wir müssen den Soldaten vertrauen. Unsere Soldatinnen und Soldaten können auch Vertrauen in das Parlament haben. Dieser Bundestag steht hinter der Truppe seiner Parlamentsarmee. Die Soldatinnen und Soldaten beobachten auch genau, was wir hier diskutieren. Und sie nehmen Fehler wahr. Deswegen müssen wir unsere Worte genau abwägen, wenn von politischer Seite Einschätzungen über den Zustand der Bundeswehr oder ihre innere Verfasstheit abgegeben werden. Deswegen muss man auch, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU/CSU, Einschätzungen über die Bundeswehr korrigieren, wenn sie falsch sind. So wie der Satz der damaligen CDU-Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, dass die Bundeswehr ein Haltungsproblem habe, ich zitiere, und zugleich Führungsschwäche auf allen Ebenen und, auch ein Zitat, falsch verstandenen Chorgeist, der das alles decke. Diese Sätze waren sachlich falsch und politisch unklug. Und das sind sie auch noch heute. Es wäre an der Zeit, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, diese Pauschalverdächtigung unserer Bundeswehr zurückzunehmen. Auch das würde zur Versachlichung der Debatte beitragen. Denn solche Einschätzungen geben der Rechtsfraktion erst die Gelegenheit, sich hier zum Anwalt der Soldatinnen und Soldaten aufzuspielen. Aber keine Sorge, die Soldatinnen und Soldaten bekommen genau mit, wenn die AfD versucht, uns diese Truppe zu instrumentalisieren. Und das ist es, was gerade passiert. Ja, ich darf auch noch hin, im Gegensatz zu dem einen oder anderen aus Ihrem Haufen. Mit dem Versuch, jeglichen Rechtsextremismus in der Bundeswehr zu leugnen. Und auch das ist falsch. Natürlich gibt es Rechtsextremismus in der Bundeswehr, wie auch in unserer Gesellschaft, wie auch in diesem Parlament, wie auch in diesem Moment, in diesem Raum. Und an keinem Ort sind Rechtsextremisten ungefährlich. Aber sie sind unterschiedlich gefährlich. Um es klar zu sagen, 80 Rechtsextremisten im Deutschen Bundestag hält diese Gesellschaft aus, 80 bewaffnete Rechtsextremisten in der Bundeswehr nicht. Deswegen werden wir auch weiterhin jeden Einfluss des rechten Ungeistes in unseren Streitkräften bekämpfen. Wer unsere Demokratie bekämpft oder verächtlich macht, gehört nicht in die Bundeswehr. Und wenn er zur AfD gehört, gehört er auch nicht in Uniform. Aber es gibt keinen Pauschalverdacht. Wir stehen zu den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr und zu den Angehörigen unserer Spezialkräfte. Es ist gut, dass wir uns dabei auf einer Linie mit der Wehrbeauftragten des Bundestages befinden, der ich ausdrücklich für ihr Engagement in dieser Sache danke. Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion wird das KSK weiter dabei unterstützen, seine militärischen Qualitäten in den Vordergrund zu stellen und seine Aufgabe zu erfüllen.
Aber dazu brauchen wir keine Belehrungen von rechts. In diesem Parlament wird nicht der Bock zum Gärtner gemacht. Ein demokratisches Parlament stellt Regelungen für eine in der Demokratie geführte Bundeswehr aus und kontrolliert deren Einhaltung. Und genau dabei bleibt es. Vielen Dank. Für die Unionsfraktion erhält jetzt Kerstin Vieregge das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Wehrbeauftragte, sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Keiner hier streitet ab, dass die gesellschaftliche Wertschätzung gegenüber unserer Bundeswehr ein wichtiger Faktor für die Motivation unserer Soldatinnen und Soldaten ist. Hier gibt es zweifelsohne noch viel zu tun. Den Handlungsbedarf haben Sie schon mal erkannt, werte Kolleginnen und Kollegen von rechts außen. Aber Ihre Vorschläge sind rückwärtsgewandt, regressiv und dienen nur einem einzigen Zweck, der Relativierung des Extremismus in Ihren eigenen Reihen. In der Vergangenheit äußerten sich AfD-Funktionäre immer wieder zu der Notwendigkeit von historischen Vorbildern für unsere Soldatinnen und Soldaten. Zudem beschwören sie weiterhin die Tradition der deutschen Militärgeschichte. Über beides kann man reden. Aber nicht mit einer Partei, auf dessen Parteitag Zeitschriften mit Titeln wie Männer der Waffen-SS verteilt werden. Sind das etwa die Vorbilder und Traditionen, welche sich die AfD für unsere Soldatinnen und Soldaten wünscht? Und wenn wir hier schon über Vorbilder sprechen, selbsternannte schneidige Unteroffiziere AD, die ausschließlich Erfahrung damit haben, gegen Uniformtrageverbote zu kämpfen, repräsentieren keinesfalls unsere stolze Bundeswehr. Sie sprechen aber wohl für die immer radikaler werdende AfD. Bevor Sie fragen, Frau Präsidentin, ich werde keine Zwischenfragen zulassen. Aber genug davon. Sprechen wir über das Kommando Spezialkräfte und den heutigen Antrag. Die Maßnahmen von der damaligen Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ergriffen wurden, waren richtig. Nicht nur wegen der Häufung von Verdachtsfällen in der Einheit. Der von der Arbeitsgruppe KSK erarbeitete Maßnahmenkatalog wurde bereits fast vollständig umgesetzt. Mit der Folge, dass die Struktur des Kommandos optimiert und an die Herausforderungen unserer Zeit angepasst wurde. Zu diesen strukturoptimierenden Maßnahmen gehören unter anderem die Stärkung der Stabs- und Logistikstrukturen sowie die Unterstellung der Führungskompanie des KSK unter die Division Schnelle Kräfte. So kann sich die Einheit auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. Diese Maßnahmen haben unsere Spezialkräfte gestärkt und keinesfalls geschwächt. Auch deshalb wurde der Reformprozess von der überwältigenden Mehrheit der KSK-Soldaten mitgetragen. Und ja, die vergangenen Jahre waren für die Soldaten des KSK sowie deren Angehörige nicht leicht. Trotz des politischen und medialen Drucks auf die Truppe hat sie zu keinem Zeitpunkt an Professionalität und Leistungsfähigkeit verloren. Das wurde besonders bei der Evakuierung des Kabuler Flughafens deutlich. Einiges an Ihrem Antrag ist verwunderlich. Denn angesichts der Pressemitteilungen sowie der Unterrichtung des Parlaments über den Personalmangel beim KSK kann ich mir nicht erklären, warum die AfD hier und heute die Wiederaufstellung der aufgelösten zweiten Kommandokompanie fordert. Trotz der Auflösung dieser Kompanie liegt die Dienstpostenbesetzung bei den Einsatzeinheiten des KSK weit unter 100%. Warum fordern Sie die Wiederaufstellung einer weiteren, dann zweifelsohne unterbesetzten Kompanie? Zunächst müssen die Personallücken der noch bestehenden Einheiten gefüllt werden, denn dann können wir über eine Neuaufstellung der zweiten Kompanie reden. Denn eines ist klar, die sicherheitspolitischen Herausforderungen und die damit verbundenen Aufgaben für unsere Spezialkräfte nehmen nicht ab. Im Gegenteil. Um in diesem sicherheitspolitischen Umfeld bestehen zu können, brauchen wir nicht nur ein starkes Kommando Spezialkräfte, sondern auch gut ausgebildete, spezialisierte Soldatinnen und Soldaten in allen anderen Teilstreitkräften und militärischen Organisationsbereichen der Bundeswehr. Dies ist nur möglich, wenn wir in sämtlichen Verbänden der Bundeswehr das Ziel der materiellen Vollausstattung erreichen und damit endlich
unseren Soldatinnen und Soldaten ermöglichen, ihrem Selbstanspruch, dem Mantra Train as you fight, gerecht zu werden. Durch die Verbesserung des Ausbildungs- und Übungsstandes aller Soldatinnen und Soldaten vergrößern wir auch den Personalpool für die Elite unserer Streitkräfte, dem KSK. Wir haben es alle oft genug in der letzten Regierungserklärung der Ministerin gehört. Jetzt ist Schluss mit Zögern und Zaudern. Von nun an wird alles besser. Wollen wir das glauben? Für Bündnis 90 Die Grünen spricht jetzt Niklas Wagner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vorab möchte ich den Angehörigen, Freunden und Kameradinnen des vor zwei Wochen am 9. Juni verunglückten Soldaten des Kommandos Spezialkräfte mein herzliches Beileid aussprechen. Er wurde bei einer Übung mit vier Kameraden im Kaisergebirge in Tirol von einer Felslawine verschüttet. Er hat, wie es die anderen Soldatinnen des KSK und der Bundeswehr jeden Tag tun, sein Leben für die Sicherheit Deutschlands, für unser aller Sicherheit aufs Spiel gesetzt. Dafür möchte ich mich im Namen der Grünen Fraktion bedanken und unsere aufrichtige Anteilnahme aussprechen. Das KSK hat einzigartige Fähigkeiten. Einsätze im Gebirge, im Dschungel, in der Wüste, in der Arktis verlangen den Soldatinnen einiges ab. Es bedarf besonderer Ausbildung, Ausrüstung und einer entsprechenden Struktur. Die Einsätze unterliegen der Geheimhaltung und finden in einem gefährlichen Umfeld statt. Die Kommandosoldatinnen tragen mit ihren Einsätzen zu unserer Sicherheit bei. Wir brauchen sie zum Beispiel bei der Befreiung deutscher StaatsbürgerInnen im Ausland. Es waren zudem auch gerade Angehörige des KSK, die im Sommer 2021 den Abzug der letzten Kräfte der Bundeswehr aus Afghanistan sicherten. Dafür ist das KSK als besonders ausgebildete Spezialeinheit mit besonderen Fähigkeiten unabdingbar. Kurzum, wir verlangen viel von den Kommandosoldatinnen. Dafür, dass sie ihr Leben für uns aufs Spiel setzen, schulden wir ihnen Respekt, fairen Umgang und Dankbarkeit. Das steht für uns Grüne ohne Wenn und Aber fest. Klar ist auch, dass der große Teil der Soldatinnen einen außergewöhnlichen Dienst leistet. Dass das KSK und die Bundeswehr durch rechtsextreme Vorfälle in ein sehr negatives Licht gerückt werden, tut all denjenigen Soldatinnen Unrecht, die jeden Tag ihren Dienst in der Bundeswehr mit verantwortungsbewusster und demokratischer Haltung leisten. Es ist deshalb nicht angebracht, das KSK oder die ganze Bundeswehr unter einen Generalverdacht zu stellen. Gleichzeitig möchte ich betonen, jede Person, die im Namen des Staates eine Waffe trägt, egal ob Bundeswehr oder Polizei, obliegt zu Recht hohen Anforderungen. Sie übt im Auftrag des Staates das Gewaltmonopol aus und muss damit fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Wer sich rassistisch, antisemitisch oder sexistisch äußert oder entsprechend handelt, hat somit keinen Platz in der Bundeswehr, hat keinen Platz in unseren Sicherheitsbehörden. Wer Waffen oder Munition entwendet, ebenso wenig. Das sind rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen. Solche Vorfälle müssen geahndet und sie müssen sanktioniert werden. Wir müssen Rechtsextremismus mit aller Härte bekämpfen. Und ich glaube, dass wir das KSK an unserer Seite haben. Und dafür darf auch das KSK uns ans Parlament an seiner Seite wissen. Ich bin mir so sicher, dass wir das KSK an unserer Seite haben, weil das KSK seinen Willen zur Umstrukturierung und Neuaufstellung bewiesen hat. Der Abschlussbericht der Analyse von rechtsextremistischen Bestrebungen innerhalb des KSK hält fest, dass ein Großteil, nämlich 58 der 60 Maßnahmen, als Reaktion auf Missstände und personelle sowie strukturelle Defizite umgesetzt wurden. Beispielsweise wurden 50 zusätzliche Dienstposten geschaffen, die der Unterstützung in den Bereichen der stellvertretenden Bataillonskommandeure, des Personals der militärischen Sicherheit und Logistik, Truppenpsychologie, Psychiatrie und Psychotherapie dienen.
Dass von diesen neuen Stellen bereits 90% besetzt sind, ist ein gutes Zeichen. Und auch, dass jeder angehende Kommandosoldat, jede angehende Kommandosoldatin gesondert psychologisch gescreent wird, ist sehr gut, denn die Soldaten stehen nicht nur unter hohen besonderen physischen, sondern auch unter hohen psychischen Belastungen. Diese sehr hohe Umsetzungsquote der Maßnahmen zeigt, das KSK hat aus dieser Krisenzeit gelernt. Es steht deshalb heute anders da als vor einigen Jahren. Das ist gut und das kann man nicht nur, das muss man auch anerkennen. Gleichzeitig ist es schwierig, dass manche Vorfälle heute noch nicht vollständig aufgearbeitet sind, weil es den Truppendienstgerichten an Personal fehlt. Hier sehen wir als Grüne eine Schlüsselaufgabe der Truppendienstgerichte. Verfassungswidrige Vorfälle müssen zügig bearbeitet und zügig abgeschlossen werden, damit das KSK nicht wieder unter Generalverdacht gerät. Deshalb müssen die Truppendienstgerichte besser personell ausgestattet werden. Es ist wichtig, dass wir im Herbst eine Evaluation der umgesetzten Maßnahmen angehen, um herauszufinden, welche Maßnahmen gut liefen und wo Verbesserungsbedarf besteht. Außerdem freue ich mich darauf, dass bald eine der beiden noch ausstehenden Maßnahmen, die Errichtung eines öffentlichen Besucherzentrums in Calw am Standort des KSK in Baden-Württemberg, abgeschlossen sein wird. Ich würde mich freuen, wenn wir als Parlament dies zum Anlass nehmen, gemeinsam an diesen Ort zu fahren, um uns persönlich ein Bild von den umgesetzten Maßnahmen zu machen. Damit verdeutlichen wir unsere Verbundenheit, unsere Wertschätzung und unsere Dankbarkeit gegenüber dem KSK und der gesamten Bundeswehr. Vielen Dank. Für die Linke erhält das Wort Ali Al-Dailami. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, eigentlich kann man fast schon froh sein über diesen Antrag, weil er sehr deutlich macht, wes Geisteskind diese Partei eigentlich ist. Egal, wie viele rechte Umtriebe und Skandale beim KSK öffentlich werden, die AfD hält stur an ihrer Demagogie fest und behauptet, es gäbe so gut wie nichts auszusetzen und denunziert somit all jene, die um Aufklärung bemüht sind. Ihr Antrag ist selbstentlarvend und zeigt einmal wieder deutlich, wie antiaufklärerisch sie tatsächlich sind. In Ihrem Antrag ist die Rede von, ich zitiere, vermeintlichen Vorfällen aus dem Phänomenbereich des Rechtsextremismus. Zitat Ende. Ich frage mich, was heißt denn hier eigentlich vermeintlich? Die Fälle sind offenkundig und das nicht erst seit gestern. Und um Ihnen mal auf die Sprünge zu helfen, hier nur einige wenige Beispiele. Im Juni des Jahres 2000 überfällt ein früherer KSK-Angehöriger auf einem Truppenübungsplatz übende Soldaten und erbeutet Munition und Pistolen. Während des Gerichtsprozesses offenbart er sein extrem rechtes Weltbild. Er gibt offen zu, weitere Überfälle sowie Anschläge auf Politiker und Minderheiten hier in Deutschland geplant zu haben. 2001, Kommandosoldaten bringen bei Vorbereitungen auf ihren Afghanistan-Einsatz Wehrmachtssymbole auf Geländewagen an. 2002, ein KSK-Kommandeur löbt eine hier im Bundestag von einem, wie kann es anders sein, AfD-Mitglied gehaltene, eindeutig antisemitische Rede. Es folgte richtigerweise die unehrenhafte Entlassung aus dem Dienst. 2015, der KSK-Soldat André S. baut unter dem Tarnnamen Hannibal ein rechtes Netzwerk auf. In Chatgruppen tauscht man sich über mögliche Bürgerkriegsszenarien aus und bereitet sich auf den lang ersehnten Tag X vor. Jener Tag also, an dem man das verhasste demokratische System hier in Deutschland stürzen will. Mai 2020. Im Privathaus und Garten eines Kommandosoldaten werden unter anderem 2 Kilogramm Plastiksprengstoff, ein Maschinengewehr, ein Schalldämpfer, Zündschnüre für den Sprengstoff sowie faschistische Literatur gefunden. Herr Abgeordneter, erlauben Sie eine... Nein. Die Liste ließe sich noch fortsetzen, aber dazu reicht die Zeit eben nicht. Wir haben es im KSK mit einem ernsthaften Problem zu tun. Wir glauben nicht, dass es mit Reformen getan sein wird, weil die Probleme dort seit Jahrzehnten andauern und struktureller Natur sind. Wir glauben, in Ermittlungen im Bereich des KSK ist immer wieder, und das wissen Sie auch, die Rede von einer Mauer des Schweigens. Viel zu lange hat man weggeschaut und so, wie Sie es heute auch tun, ziemlich verharmlost.
Dank investigativer Recherchen ist es gelungen, das extrem rechte Netzwerk um Hannibal aufzudecken, und es bedurfte erst des Jahres 2020 ein Hilferuf eines KSK-Hauptmanns an die ehemalige Verteidigungsministerin, bis endlich Substanzielles in die Sache gekommen ist. Und deshalb, meine Damen und Herren, lassen Sie mich zuletzt etwas sagen. Unser aufrichtiger Dank, der gilt all jenen in den Reihen der Bundeswehr und des KSK, die den Mut aufbringen, solche Vorfälle öffentlich zu machen und dafür Sorge zu tragen, dass dieser rechte Ungeist in Ihren Reihen nicht weiter Fuß fasst. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes erhält das Wort Dr. Markus Faber für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Unsere Anteilnahme gilt heute, glaube ich, den Angehörigen und Freundinnen und Kameradinnen und Kameraden des tödlich verunglückten KSK-Soldaten. Und ich denke, das sollte man an so einer Debatte voranstellen. Und die Debatte sollte, glaube ich, auch die Ernsthaftigkeit haben, die des Themas heute entspricht. Die Spezialkräfte sind für die schwierigen Aufgaben da. Und eine der schwierigsten Aufgaben hatten sie in den letzten Jahren mit sich selbst zu lösen. Da gibt es nichts zu beschönigen und da gibt es auch nichts zu verklären. Aber das KSK hat eben auch diese Aufgabe mit Bravour gemeistert. Und auch das kann man an dieser Stelle mal anerkennen. Meine Damen und Herren, wir erinnern uns, das Problem, wir haben KSK hat im Wesentlichen zwei Probleme. Rechtsextremismus bei Einzelnen und Munitionsverluste. Zu ersterem, über Jahre hinweg haben sich in einem Teil des Verbandes rechtsradikale und rechtsextremistische Entwicklungen bei Einzelnen vollzogen. Das blieb zu lange unentdeckt. Eine Entwicklung, die das Potenzial hatte, den gesamten Verband und seine Leistungsfähigkeit zu zerstören. Zweitens, Munitionsverluste. Da hat es einen Umgang mit Munition gegeben, der schlichtweg rechtswidrig war. Und dieses rechtswidrige Verhalten muss man auch so benennen. Das ist keine Verunglimpfung, wie es der Antragsteller hier darstellt, sondern das ist schlicht die Rechtslage. Und meine Damen und Herren, ich entgegne Ihnen deshalb, eine Bagatellisierung von Straftaten darf es nicht geben. Die darf es auch nicht von der AfD ausgeben, aber auch von sonst niemand hier im Haus. Und das gilt sowohl für Rechtsextremismus als eben auch für das Verschwindenlassen von Munition. Erlauben Sie die Zwischenfrage? Mit uns Freien Demokraten wird es die auch nicht geben. Und gerne auch noch mal zum Mitschreiben. Wer nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht, auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, der hat bei der Bundeswehr nichts verloren und der hat auch bei den Spezialkräften nichts verloren. Das gilt für jeden Bürger, das gilt sogar für Mitglieder Ihrer Bundestagsfraktion. Schauen wir uns doch den Prozess und den Bericht auch einmal an. Den Bericht hätten Sie uns auch mal studieren können, denn dann wären Sie vielleicht auch zu den richtigen Schlüssen gekommen. Das Ministerium hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit den Vorwürfen und Vorfällen beschäftigt hat. Dieser Bericht hat 55 Seiten, 60 Maßnahmen wurden angestrebt, die meisten davon inzwischen umgesetzt in 6 Themenblöcken. Und die betreffenden Soldaten sind inzwischen auch disziplinarrechtlich belangt und mussten die Truppe zum Teil verlassen. Meine Damen und Herren, 2 zentrale Maßnahmen möchte ich hier ansprechen. Zum einen, die Führungsstrukturen wurden so umgebaut, dass Probleme frühzeitig erkannt wurden. Und zum Zweiten, die Soldaten der Spezialkräfte unterliegen durch ihre intensive Ausbildung und der Geheimhaltung sehr starken physischen, aber auch psychischen Anforderungen. Sie haben nicht, wie jeder von uns, die Möglichkeit, über ihre Arbeit zu Hause am Essenstisch mit ihren Partnern zu sprechen. Deswegen wurden 50 zusätzliche Dienstposten neu geschaffen, unter anderem eben auch beim psychologischen Dienst. Lehrgänge und psychologische Screenings tragen dazu bei, dass sich unsere Soldaten auf ihre Aufgabe konzentrieren können. Und die Rotation von der Truppenpsychologen ist ja auch ein sehr wichtiges Element. Diese Maßnahmen zeigen zum Teil jetzt schon Wirkung. Sie werden eine weitere Wirkung mittel- und langfristig entwickeln. Und meine Damen und Herren, man muss auch mal sagen, wenn man über die Spezialkräfte spricht, wir haben derzeit Krieg mitten in Europa. Und die Bundeswehr braucht jetzt eine schlagkräftige Einsatztruppe, die auch binnen kürzester Zeit besondere Aufgaben wahrnehmen können. Das haben wir letztes Jahr in Kabul gesehen. Das Kommando Spezialkräfte stellt für die Bundeswehr ein wichtiges Instrument im Krisenmanagement dar. Der mediale Fokus auf die Soldatinnen und Soldaten war in den letzten Jahren enorm. In den letzten Monaten wurden viele Fortschritte erzielt, und ich wünsche mir auch für diese Fortschritte einen medialen Fokus, den ich bisher leider vermisse. Und meine Damen und Herren von der AfD, ich bitte Sie deshalb,
wenden auch Sie Schaden vom KSK ab und relativieren Sie hier nicht Rechtsextremismus und relativieren Sie auch nicht Straftaten wie den Diebstahl von Munition. Das schadet dem KSK und das KSK ist gerade auf einem guten Weg, den wir jetzt hier nicht gefährden sollten. Vielen Dank. Als nächstes erhält Maja-Lisa Völlers für die SPD-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Intention des Antrags der AfD und der darin auch sachlich falsch dargelegten Annahmen wurden ja bereits von meinen Vorrednerinnen und Vorrednern aus den anderen demokratischen Fraktionen bereits deutlich widerlegt. Daher möchte ich die Gelegenheit nutzen und den Aspekt des Rechtsextremismus in der Bundeswehr und im Umgang mit Verdachtsfällen am Beispiel des KSK beleuchten. Lassen Sie mich aber vorher bitte zwei Dinge noch einmal festhalten. Erstens. Die große Mehrheit der Soldatinnen und Soldaten sowie der zivilen Mitarbeitenden verrichten ihre Arbeit mit großer Verantwortung und stehen ohne jeglichen Zweifel hinter unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ihnen kann ich versichern, wir, die Ampel und auch die demokratische Opposition, steht fest an der Seite derer, die ihren Dienst treu und gewissenhaft unter Achtung des Grundgesetzes leisten. Eine Generalverdächtigung gibt es an meiner Seite nicht. Zweitens. Diejenigen, die extremistisches Gedankengut haben, gehören nicht in die Bundeswehr. Wir dulden keine Form von Extremismus. Jeder Fall von zum Beispiel Rechtsextremismus ist daher ein Fall zu viel. Sehr geehrte Damen und Herren, wir dürfen die Augen aber nicht verschließen und müssen auch innerhalb der Bundeswehr wehrhaft gegen den Gegnern unseres demokratischen Grundwertekorsetts sein. Ich begrüße daher, dass jedem Hinweis mit höchster Wachsamkeit nachgegangen wird und wo notwendig auch Konsequenzen gezogen werden. Dass der Staat dazu in der Lage ist, haben wir eben bei diesen Fällen, die heute auch schon geschildert wurden, im Bereich der KSK gesehen. Seit 2017 stand das KSK wegen gravierender rechtsextremistischer Vorfälle in der Kritik, beispielsweise das Zeigen des Hitlergrußes. Seit 2017 hat das BAMAT im Zusammenhang mit dieser Affäre eben den Phänomenbereich Rechtsextremismus bzw. Reichsbürgertum aufgeklärt und hat ca. 50 Personen in die Verdachtsfallbearbeitung aufgenommen. 5 Personen wurden daraufhin aus der Bundeswehr entlassen, 1 Person wurde rechtskräftig strafrechtlich verurteilt, 18 weitere Soldatinnen und Soldaten wurden versetzt und haben die Einheit verlassen. Diese Zahlen sprechen leider auch für sich und weisen eben auch auf erhebliche Defizite hin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen in der Bundeswehr auch Spezialeinheiten. Erlauben Sie eine Zwischenfrage? KSK ist für besondere Aufgaben von strategischem Interesse, wie zum Beispiel für die Rettung deutscher Staatsangehöriger aus Kriegs- und Krisengebieten oder die Ausbildung eben von verbündeten Streitkräften. Diese Kompetenzen, gerade unter dem Brennglas der Zeitenwende, werden gebraucht, und das ist auch uns allen, glaube ich, offensichtlich klar. Doch die Spezialkräfte müssen eben auch exemplarisch sein für unsere Werte, für die Werte der demokratischen Grundordnung. Rechtsextremes oder anderes extremistisches Gedankengut darf keinen Platz haben, und ich glaube, da sind wir, die meisten von uns hier, sehr, sehr einig. Und an der Stelle möchte ich auch noch mal die ehemalige Verteidigungsministerin loben. Die Unionskollegin, die hat damals schnell und gezielt reagiert und die gehäuften Verdachtsfälle aufarbeiten lassen und intern auch eine andere Linie gefahren. Vielen Dank noch mal an der Stelle. Die Ergebnisse waren und sind immer noch schockierend. In Teilen konnte sich eben eine toxische Führungskultur entwickeln. Kollege Faber hat das eben auch schon ausgeführt. Die Einheiten sich in Teilen verselbstständigen sowie extremistische Tendenzen und ein laxer Umgang mit Material und Munition entwickeln. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Entwicklung musste gestoppt werden und Gegenmaßnahmen mussten ergriffen werden. Wir haben schon gesprochen über die 60 Einzelmaßnahmen, die identifiziert worden sind, um eine Reform einzuleiten. Wir haben den Abschlussbericht zur Umsetzung des Maßnahmenkatalogs auch schon debattiert. Im Jahr 2021 sehen wir bereits erste positive Entwicklungen. Mehr als 90% der Maßnahmen sind bereits umgesetzt.
Aber wichtig und deutlich wird eben auch, einige der Maßnahmen bedürfen mittelfristig einer weiteren engen Begleitung, Evaluierung und eben auch einer Nachjustierung. Ich glaube, das Kommando Spezialkräfte hat eine gute Zukunft innerhalb der Bundeswehr vor sich. Der Weg dafür wurde eingeleitet. Wir sollten sie an dieser Stelle auch unterstützen. Und auf den Todesfall wurde eben auch schon Bezug genommen. Das ist tragisch und das sollten wir auch wertschätzen, die Arbeit und das Engagement bis zum Tode hin, das diese Soldatinnen und Soldaten bringen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Fall zeigt, der Staat schaut bei rechtsextremistischen Vorfällen in der Bundeswehr genau hin und ist in der Lage, mit aller Härte gegen staatsfeindliche Strukturen vorzugehen und eben auch für die notwendigen Veränderungen zu sorgen. Daran müssen wir nun anknüpfen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Abwehr und die Prävention von Rechtsextremismus überall Priorität hat. Angefangen bei den Einstellungs- und Bewerbungsprozessen, über die Ausbildung und im Alltag in den Standorten, eben aber auch hin bis zur Arbeit in den Ministerien. Diese Aufgabe müssen alle im Blick behalten und diesbezüglich die Zusammenarbeit auch stärken. Abwehr und Prävention von Rechtsextremismus kann nicht alleine nur vom BAMAT getragen werden. Es ist eben auch eine Aufgabe für uns alle, für uns Demokratinnen und Demokraten innerhalb und außerhalb der Streitkräfte. Um zum Schluss zu kommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute ist der 100. Jahrestag der Ermordung von Reichsaußenminister Walter Rathenau. Die Geschichte lehrt uns, Demokratie und Freiheit ist nichts Naturgegebenes. Sie muss verteidigt werden gegen ihre Feinde von innen genauso wie von außen. Eine wehrhafte und fest in den Werten des Grundgesetzes verankerte Bundeswehr muss ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft sein. Daher werden wir als SPD-Bundestagsfraktion auch weiterhin sicherstellen, dass Rechtsextremismus in der Bundeswehr keinen Platz hat. Herzlichen Dank. Und als letzter Redner in dieser Debatte erhält Jens Lehmann für die Unionsfraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn wir heute über unsere Kommandospezialkräfte sprechen, dann denke ich zuallererst an den verstorbenen Kommandosoldaten, der vor knapp zwei Wochen bei einem tragischen Unfall in Ausübung seines Dienstes ums Leben gekommen ist. Ein schrecklicher Verlust für seine Frau, sein Kind und seine Kameraden. Der Verlust wiegt schwer. Worte können diesen Schmerz der Angehörigen kaum lindern. Ich denke, wir sollten sowohl die Familie als auch das KSK stärken und zur Ruhe kommen lassen. Der Antrag bewirkt genau das Gegenteil von dem: öffentliche Aufmerksamkeit. Sie kritisieren den öffentlichen Druck, in dessen Folge sie mehr als 100 Kommandosoldaten in psychologischer Behandlung wähnen und schaffen gleichzeitig genau jenen öffentlichen Druck auf das KSK, den sie selbst kritisieren und der seit einem Jahr erfreulicherweise abgenommen hat. Aus meiner Sicht hat diese Lage unter dem Radar der internen Neuaufstellung des KSK sehr gut getan. Wir kennen all die Vorgänge und das Fehlverhalten einiger, die das Kommando in Verruf gebracht haben und Auslöser des Maßnahmenkataloges waren. Aber die überwältigende Mehrheit aller Kommandosoldaten dient stets mit beiden Füßen auf dem Boden des Grundgesetzes und steht treu zu unserem Land. Sie waren es, die die angeordneten Maßnahmen angenommen und umgesetzt haben. Ich möchte deshalb allen Soldaten des Kommando Spezialkräfte für ihren Dienst herzlich danken. Wir wissen, welche gefährlichen Missionen Sie mit Bravour meistern, welche Entbehrungen Sie in Kauf nehmen, um diesen Beruf zu leben. Hier zeigen sich wahrlich die soldatischen Tugenden. Sie halten einen Auftrag und erfüllen diesen außergewöhnlich gut und professionell, sei es im Einsatz, auf einer Übung oder eben bei der Neuaufstellung des eigenen Verbandes. Sie haben Ihre Einheit dazu verholfen, sich wieder zu finden. Sie haben im Zuge der Reformationsmaßnahmen den Willen für einen zukunftsfähigen Verband gezeigt. Meine Damen und Herren, wir können zu Recht sagen, wir müssen zu Recht sagen, dass die Munitionsbewirtschaftung beim KSK in der Vergangenheit sehr schlecht gelaufen ist. Deswegen wurden richtige Maßnahmen ergriffen. Ich möchte eine Aktion jedoch noch einmal betonen.
Ich fand die Munition-Sammelaktion des damaligen Kommandeurs Kreitmeier richtig. Sie waren manchen Augen unorthodox. Ob sie rechtlich einwandfrei war, ist Gegenstand eines aktuellen Verfahrens. Ich bewerte die Situation so, dass General Kreitmeier ganz im Sinne der inneren Führung gehandelt hat, das Gewissen als letzte Entscheidungsinstanz. Denn die Situation war wahrlich unübersichtlich. Die Mengen hatten sich in den Jahren zuvor angehäuft und er hat Führung bewiesen. Wollte, dass die angefallene Munition gesammelt wird. Das war sein Ziel. Das finde ich ehrenwert. In dieser Situation hatte Kreitmeier nur zwei Optionen des Handelns. Entweder die Munition nicht einzusammeln oder die Munition einzusammeln. Er wählte den aus meiner Sicht richtigen zweiten Weg. Als Bürger hätte ich mir gewünscht, dass bei einer solchen Gewissensentscheidung die Führungskräfte eindeutig hinter ihm gestanden hätten. Werte Kollegen, wir müssen uns um das Hochwertinstrument KSK kümmern. Die Reformierung des Kommandos würde ich als abgeschlossen bezeichnen. Mit den jetzigen Strukturen hat das Verteidigungsministerium den Verband zukunftsfähig aufgestellt. Lassen Sie die Maßnahmen wirken. Lassen Sie uns im kommenden Jahr erneut schauen, wie sich das KSK entwickelt hat. Deshalb braucht es jetzt beispielsweise keine Wiederaufstellung der zweiten Kommandokompanie. Wir müssen uns vielmehr um die anderen Kommandokompanien kümmern. Wir müssen uns um das Personal und vor allen Dingen um Personalnachwuchs kümmern. Angesichts des jüngsten Berichtes mit den nicht zufriedenstellenden Besetzungen von Kommandofeldwebeln sollten wir hier ansetzen, anstatt über die Wiederaufstellung der zweiten Kommandokompanie zu reden. Sehr geehrte Kollegen, das Personal des KSK ist das Herzstück des Verbandes. Wir müssen schauen, dass wir die Vorbereitungskurse intensivieren, dass wir die am KSK interessierten Soldaten schon frühzeitig so trainieren, dass die diese zweifellos unabdingbaren, sehr harten körperlichen und geistigen Anforderungen meistern. Nur wer geistig und körperlich topfit ist, bringt in dem entscheidenden Moment seine Leistung. Deshalb müssen wir die Soldaten frühzeitig auf diesen harten, aber notwendigen Voraussetzungen eines Kommandosoldaten vorbereiten. Ich plädiere für eine bessere truppenweite Vorbereitungsphase für das Potenzialfeststellungsverfahren und unterstütze die Truppe dahingegen bei allen Maßnahmen. Wir müssen auch bei der Bundeswehr mehr Weitsicht für die Laufbahn eines Kommandosoldaten fördern. Wer früh Potenzial zeigt, der muss in seinem weiteren Werdegang intensiv begleitet werden. Meine Damen und Herren, abschließend möchte ich Ihnen noch sagen, dass wir Ihren Antrag auch deshalb ablehnen, weil er heuchlerisch ist. Sie spielen sich hier wieder einmal als einziger und wahrer Retter der Bundeswehr auf. Als Fraktion haben Sie aber, als es konkret wurde, Ihre wahre Wertschätzung gegenüber der Bundeswehr gezeigt und mehrheitlich gegen eine bessere Ausstattung der Bundeswehr gestimmt. Das wissen die Soldaten und das werde ich auch jedem Soldaten weiterhin so berichten. Vielen Dank. Wir lehnen Ihren Antrag ab. Ich schließe die Debatte. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 2358 an den Verteidigungsausschuss vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich